Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen, es sind biblische Zeiten in Deutschland. Biblisch, zumindest was die Verwaltung angeht. Nicht paradiesisch, verstehen Sie mich nicht falsch. Unvorstellbar eigentlich, dass Menschen beispielsweise für manch Anliegen in ihren Geburtsort zurückkehren müssen. Oder wenn ein Kind geboren wird, steht eine wahrliche Ochsentour vielleicht bevor. Am ersten Tag zum Standesamt, am zweiten Tag zur Krankenkasse, am dritten Tag zum Jugendamt gegebenenfalls, am vierten Tag zur Kindergeldkasse. Das ist in Deutschland Realität. In der freien Wirtschaft dagegen können wir Tag und Nacht jede Art, jede Dienstleistung der Digitalisierung in Anspruch nehmen. Nachts ein Paket bei Zalando bestellt oder bei Amazon, am nächsten Tag geliefert. Kredite online beantragen und genehmigen, alles kein Problem. Aber alltägliche Dinge, die mit der Verwaltung zu klären sind, wie eine einfache Wohnungsummeldung, nehmen zum Beispiel hier in Berlin einen Monat Zeit in Anspruch. Muss das so sein? Wir sagen nein. Mit unserem Antrag Innovativer Staat ergänzen wir jetzt die richtigen Schritte, die bereits die Bundesregierung mit der digitalen Agenda bereits getan hat. Schön und gut, wenn man die Steuererklärung am heimischen Computer machen kann. Aber wenn man sie dann am Ende doch wieder ausdrucken muss, damit sie auf dem Finanzamt entsprechend bearbeitet werden kann, um alles händisch einzutragen, dann ist das kein Schritt von Verwaltungsmodernisierung oder Vereinfachung. Solche Medienbrüche kosten viel Zeit und Geld, und sie müssen in Zukunft schleunigst und rigoros abgebaut werden. Viele Behörden, viele Datengrundlagen, viele komplizierte Plattformen. Das bedeutet auch viel Aufwand für Menschen ebenso wie für die Verwaltung. Mit der Flüchtlingskarte und dem dazugehörigen Kerndatensystem haben wir es geschafft, all diese komplizierten Datengrundlagen, Schnittstellen, Plattformen auf der kommunalen, auf der Länderebene und auf der Bundesebene zu vereinheitlichen und miteinander zu verknüpfen. Ich denke, es ist richtig, dass wir diesen Weg hier konsequent weitergehen, so wie auch die Kolleginnen und Kollegen dies bereits angesprochen haben. Denn warum sollte solch ein System nicht für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nutzbar sein? In unserem Antrag sind daher Bürgerkonten angelegt, die als zentraler Zugangspunkt für alle Anliegen an die Verwaltung genutzt werden sollen. Ein Zugang, ein Anliegen bei allen staatlichen Stellen, alle Daten parat. Wie einfach könnte es dann sein, wenn wir die Tage der Geburt nicht auf den verschiedenen Ämtern, sondern bei unserer Familie und Kindern verbringen könnten? Den Menschen in unserem Land ist es doch egal, ob hinter dem Verwaltungsprozess, der hinter dem Anliegen steckt, ob dieser digital ist, wer ihn bearbeitet. Für sie ist wichtig, es muss einfach sein, schnell gehen und funktionieren. Und das ist auch unsere Leitschnur für die digitale Verwaltung, nämlich nicht digitalisieren um der Digitalisierung willen, nicht die alten Prozesse einfach digital machen oder in Computer einpflegen, sondern neue, der Technologie angepasste Prozesse in die Form der Funktion bringen. Die Frage besteht natürlich, wenn ich einen Führerschein digital beantragen kann, ob dieser noch von meinem Landkreis vor Ort bearbeitet werden muss oder doch dezentral in Flensburg zum Beispiel. Das sind Fragen, die wir dahinter stellen müssen und die Prozesse grundsätzlich hinterfragen. Meine Damen und Herren, unser Antrag bringt die digitale Verwaltung voran. Wir brauchen, um das zusammenfassend nochmal festzustellen, einfacher und leichtere zugängliche Verfahren, am besten durch die Schaffung eines über alle staatlichen Ebenen hinweg nutzbaren Bürgerkontos, gekoppelt mit der EID-Funktion unseres Personalausweises. Außerdem brauchen wir eine möglichst umfassende zentrale Steuerung des digitalen Wandels, damit die vielen kleinen Könige entmachtet werden, die den Fortschritt derzeit behindern und die an alten Systemen festhalten auch. Und da muss ich leider feststellen, ist hier der Föderalismus natürlich in unserer Ausprägung schon eine große Hürde, die wir hier zu nehmen haben, bei aller Ehrlichkeit. Wir brauchen weiterhin eine stete Evaluation und Verbesserung in der Verwaltungsarbeit, denn nur was heute richtig ist, kann morgen überholt sein. Ich freue mich, dass wir auch sehr einhellig hier über dieses Thema in erster Lesung beraten. Ich freue mich auf die Ausschussberatung und denke, dass wir im Ergebnis dieser Anträge unseren Antrag so beschließen können, damit die Leute künftig nicht immer wieder in ihre Städte zurückkehren müssen, um ihre Geburt nachzuweisen oder Ähnliches.
All das wollen wir künftig nicht, und ich wünsche uns viel Erfolg bei den jetzigen Beratungen. Vielen Dank, liebe